Wir sind ja hier, ne, wo wir hier so schön über Talkshows schon sprechen, aber wir sind ja beim Bildungscamp und wir sitzen hier so Anne Will-mäßig, das ist echt toll, mit Papier und da digital. Ich habe hier bei mir Saskia Esskens, die Bundestagsabgeordnete, heute hier und damit ja auch so ein bisschen Stargast. Ne? Ist ja wahrscheinlich immer so ein bisschen merkwürdige, wie soll ich sagen, ja, ein bisschen mehr seltsam, ne? Aber alle so, hoho, hoho, ihr hoher Besuch aus Berlin. Bildungscamp. Wir hatten ja in den letzten beiden Jahren, hatten wir hier ja das Camp für freie Bildungsmaterialien, das OER-Camp, diesmal Bildungscamp. Wie empfindest du, wie hat sich das verändert? Das hat es dem Camp hier gut getan? Du warst ja in den letzten beiden Jahren auch da, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Also ich glaube, dass sie die Weiterentwicklung der Frage nicht nur offene Materialien einsetzen, sondern auch den Unterricht öffnen, den Unterricht digitalisieren, in Anführungsstrichen, wird ja oft angesprochen, digitale Bildung, was soll das denn sein? Bildung in Nullen an Einsen, das geht ja gar nicht. Ne? Eine Weiterentwicklung dessen, was im Unterricht passiert, hin zu einer Aktivierung der Schüler und dem Impuls der Lernenden auch, den ernst zu nehmen und da so einen Kulturwandel hinzubekommen, wenn die Titeländerung der Veranstaltung in diese Richtung geht, dann geht es in die richtige Richtung. Ja, ich meine, der Begriff der Bildung hat sich ja ohnehin oder verändert sich ja auch laufend. Liegt natürlich auch daran, wie das System sich verändert oder welche Erwartungen oder Wünsche mit Bildung verbunden werden. Stellst du selber für dich auch eine Veränderung dieses Begriffes fest oder was verstehst du unter Bildung? Ich habe ja einen großen Artikel im Tagesspiegel gehabt, der Humboldt nochmal sozusagen aus dem Grab gezerrt hat oder zumindest den Humboldtschen Bildungsbegriff, den Begriff der Aneignung der Welt. Und das ist genau, glaube ich, auch der richtige Begriff. Weiterhin geht es nicht darum, Wissen zu vermitteln, sondern Kompetenzen zu erwerben. Lust auf lebenslanges Lernen zu erwerben oder zu erhalten, weil eigentlich haben wir Lust auf Lernen, unser Gehirn will lernen, das bekommt es manchmal ausgetrieben, das ist ein bisschen schade, aber ich glaube tatsächlich, dass eigentlich die alten Begriffe die neuen und die richtigen sind. Vieles, was die Neurowissenschaft da in letzter Zeit festgestellt hat, es gehören positive Emotionen zum Lernen, dann lernt man ganz anders, als wenn es negativ besetzt ist. Na, da hätten wir jetzt keine Neurowissenschaftler dazu gebraucht, um uns das auszudenken, glaube ich. Wer klug war, wusste es schon vorher. Ich denke, der Begriff muss nicht ständig neu erfunden werden. Mit Leben gefüllt, das wäre ganz gut. Ah, das hört sich mal gut an, mit Leben füllen, auf jeden Fall. Ich meine, dann kann man auch gut lernen, wenn man in einer lebendigen Atmosphäre sich aufhält. Jetzt hatte ich mir gerade eine ganz kluge Frage, glaube ich, zurechtgelegt und sie ist mir total entfallen. Mein Hirn ist heute auch so ein bisschen angegriffen. Ich mache mal so einen kleinen Blick auf meine Notizen. Ach ja, genau, wenn wir gerade von Bildung ist ja im Prinzip etwas, was auch einen Raum zum Lernen eigentlich eröffnet. Oder wenn du sagst, Aneignung der Welt. Welche Rolle spielt der digitale Raum dabei? Der digitale Raum ist Teil unserer Lebenswirklichkeit und deswegen muss er auch Teil der Schulwirklichkeit werden. Wie insgesamt Schule sich öffnen muss hin zu der Welt da draußen, Betriebe mit einladen, Vereine mit einladen, die Ganztagesschule auch als Raum für außerschulische Bildung, all diese Dinge. Genauso gehört eben der digitale Raum als der Ort, wo unsere Kinder sich ja längst zu Hause fühlen und eine ganze Menge Erwachsener auch, der gehört mit rein in die Schule, na ganz klar. Digitalen Raum nutzen heißt auch überhaupt erstmal Zugang zum digitalen Raum zu haben. Wir wissen ja, glaube ich, alle ganz gut, wie es manchmal mit dem Zugang zum Internet auch in ländlichen Regionen, aber selbst ja manchmal auch hier in Köln staune ich manchmal, ne, wie schwierig es mitunter ist, ins Internet zu kommen. Funktioniert auch nicht immer so flüssig, wie man sich das so vorstellt. Genau, also ich versuche gerade zu formulieren, wie auch vielleicht die Kommunikation mit dem zuständigen Ministerium läuft beispielsweise. Ich meine, es gibt ja eigentlich auch Ansätze, mehr ins Internet zu investieren, also auch dafür zu sorgen, dass überall Internet ist, schnelles Internet. Wie kriegt man die Schulen ans Netz und woran fehlt es eigentlich? Ein wichtiges Vorhaben der Bundesregierung im Rahmen der digitalen Agenda, der Breitbandausbau. Man hat sich vorgenommen, bis 2018 in der Fläche 50 Mbit pro Sekunde zu ermöglichen. Das ist ein wirklich anspruchsvolles Vorhaben, auch wenn manch einer, der in der Stadt 200 oder 300 Mbit hat, das vielleicht lächerlich findet. Aber wir auf dem Land, ich komme ja auch aus dem ländlichen Wahlkreis,
Da gibt es zum Teil gar keinen Zugang oder eben einen in der Geschwindigkeit von auf und ab, up und down ein oder zwei Mbit. Und das ist da funktioniert es dann schon nicht und Schulen sind gar nicht angebunden. Jetzt enthält das Programm, läuft das Programm eigentlich so, nicht, dass der Bund jetzt losmarschiert und überall Kabel legt, sondern dass die Kommunen die Förderprogramme in Anspruch nehmen und entweder kommerzielle Anbieter gleich zur Durchführung des Ausbaus engagieren oder eben selbst tätig werden und dann eben nur in Auftrag geben. Und dass da bei den Kommunen die eigenen kommunalen Einrichtungen, die Schulen auch im Fokus stehen müssen, das ist, glaube ich, Angelegenheit der Lehrkräfte, der Eltern, der Schüler und der Stadtgemeinschaften eben, ja, eben deutlich zu machen, hey, unsere Schulen stehen wirklich im Vordergrund, die sind wichtig. Das ist wichtig, dass die angeschlossen sind, dass wir dann dort auch ein stabiles WLAN betreiben können, in dem die Schüler sich sicher bewegen können. Ja, ich meine, wir befinden uns ja in einem Spannungsfeld zwischen Handyverbot und meinetwegen freie Bildungsmaterialien und Tabletklassen und wie auch immer. Wie schafft man es hin, dass es tatsächlich einen demokratischen Zugang zu Bildung auch über den digitalen Raum gibt? Gibt es da Strategien, wie man das sozusagen auch in die Breite kriegen kann? Es hängt ja oftmals eben auch an Einzelpersonen nach wie vor, ne, dass eben auch in Schulen digitale Möglichkeiten genutzt werden. Manchmal scheitert es eben auch an Eltern, die das vielleicht nicht wollen, oder aber es gibt Eltern, die wollen es sehr wohl und scheitern wiederum an Schulen, die das nicht wollen. Gibt es da möglicherweise Strategien, die ihr plant oder die du vielleicht siehst? Was braucht es sozusagen, um die Nutzung des digitalen Raums auch in die Breite zu kriegen? Also ich könnte jetzt all die Maßnahmen, die politisch ich durchaus für notwendig finde, runterbeten von den verpflichtenden Inhalten in den Bildungsplänen, mal angefangen über die Lehrerbildung und so weiter. Aber ich glaube, dass es in der Hauptsache, wenn es um die Frage geht, all diese Gedanken, die wir jetzt haben, auch wirklich hinter die verschlossene Klassenzimmertür zu bringen, da geht es ums Mutmachen. Und da glaube ich, da müssen Schulen einfach die Möglichkeit und die Unterstützung bekommen, Schulentwicklungsprozesse zu starten, zur Entwicklung eines eigenen Medienbildungskonzepts. Und das soll niederschwellig anfangen und nicht den Riesenanspruch haben, vom ersten Tag an perfekt zu sein. Weil Schulentwicklung wie alle Change-Management-Prozesse eben natürlich ein fortlaufender Prozess ist, der ja auch mit dem arbeiten muss, was vor Ort vorhanden ist. Da sind die Lehrkräfte mit ihrer Vorbildung, mit ihren Fähigkeiten, der eine hat mehr, der andere hat weniger, schon gemacht, auch mit digitalen Medien im privaten Leben oder Unterrichtsvorbereitung und alles. Und ich hab die oder jene Fortbildungsmöglichkeit, die ich mir an die Schule holen kann, was ich für viel wertvoller halte, als wenn ein Kollege zur Fortbildung geht und dann wiederkommt und soll das weitergeben. Es funktioniert nie, ja, diese Multiplikatorengeschichte. Und ich habe eben auch möglicherweise Firmen vor Ort, die ich mit einbinden kann mit ihren besonderen Fähigkeiten. Ich habe vielleicht Eltern. Eltern sind ja nicht nur Mütter und Väter, die Kuchen backen können, sondern die haben vielleicht auch einen Beruf, den die an der Stelle einbringen können, ja. Ja, und diese Fähigkeiten zu bündeln und zu sagen, lasst uns gemeinsam losmarschieren, aber nicht nach den Sternen greifen, sondern morgen den ersten Schritt machen, so kann es, glaube ich, gehen. Ich finde, das klingt auch wirklich nach einem sehr, sehr schönen Plädoyer einfach und vor allem auch etwas, was jeder leisten kann. Ermutigen, selbst Mut fassen, und ich glaube, mit Ermutigen und selber Mut fassen, damit verabschieden wir uns auch und traditionell mit einem Winken. Wir winken dann zu den Zuschauern nach Hause, genau. Vielen Dank.